von skrupellosen Machthabern verfolgt. Ganz offensichtlich sind wir in ein Zeitalter der Überwachung und Meinungsdiktatur geraten, in dem der Mut, die Wahrheit zu sagen, in der Regel mit großen Nachteilen bezahlt werden muss. Dennoch gibt es Menschen, die sich nicht davon abschrecken lassen, Fakten ans Licht zu bringen. Diese nehmen lieber große persönliche Nachteile in Kauf und schwimmen gegen den Unrechtsstrom, als ihn durch ihr Schweigen sogar noch zu bestätigen. So zum Beispiel WikiLeaks-Gründer Assange, der unter anderem die Überwachungsprogramme der US-Geheimdienste, CIA und NSA, viele US-Kriegsverbrechen und zahlreiche Bestechungsfälle aufdeckte. Seitdem ist er auf der Flucht vor der US-Regierung, die ihn wegen Spionage anklagen will. Dies könnte für Assange 45 Jahre Haft oder sogar das Todesurteil bedeuten. 2012 floh Assange in die ecuadorianische Botschaft in London, wo ihm die damalige Regierung Ecuadors Asyl gewährte und ihm sogar die ecuadorianische Staatsbürgerschaft verlieh. Er soll nun mittels zunehmenden politischen Drucks der US-Regierung aus der Botschaft vertrieben werden, sei es durch den Widerruf seiner Staatsbürgerschaft und seines Asyls oder schlicht durch psychische Zermürbung. Dies hätte unweigerlich seine Verhaftung und Auslieferung zur Folge. Assange lebt seit 2010 ohne Zugang zu einer grundlegenden Gesundheitsversorgung und seit April 2018 streng isoliert wie in Einzelhaft. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Seine Mutter berichtet: Mein Sohn ist in Lebensgefahr durch brutale politische Verfolgung von skrupellosen Machthabern, deren Verbrechen und Korruption er als WikiLeaks-Chef mutig an die Öffentlichkeit brachte. Verehrte Zuschauer, welch einen gigantischen Preis zahlt dieser mutige Mann für seinen beherzten Aufdeckungsdienst? WikiLeaks-CIA-Enthüllungen, nichts Neues. Der CIA arbeitet höchst kriminell. Am 8. März 2017 war es wieder einmal soweit. Die neuesten Enthüllungen der Enthüllungsplattform WikiLeaks von Initiator Julian Assange sorgten zumindest in allen großen Medien für Schlagzeilen. WikiLeaks veröffentlichte einen Tag zuvor mehr als 8000 Dokumente unter dem Titel Vault 7, zu Deutsch Bunker oder Tresor Nummer 7. Sie sollen vom US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA stammen und neue Methoden der Cyber-, sprich Online-Kriegsführung enthüllen. Das Material käme aus einer anonymen Quelle von einem Insider der CIA. Die Dokumente geben laut einer Pressemitteilung von WikiLeaks einen Überblick über die geheimen Hackerwerkzeuge der CIA. Schadsoftware, Viren, Trojaner und das gezielte Ausnutzen von Schwachstellen in Systemen und Geräten. Zum Beispiel, dass ein Geheimdienst trotz Verschlüsselung mithören kann. Angegriffen werden können laut den Dokumenten Smartphones, Computer und Elektronikgeräte wie zum Beispiel auch Fernseher. Die Hacker der CIA arbeiten laut Enthüllungen von der Zentrale in Langley im US-Bundesstaat Virginia aus. Sie unterhalten aber auch mindestens einen Stützpunkt außerhalb der Vereinigten Staaten, nämlich den Dokumenten zufolge im größten US-Konsulat weltweit in Frankfurt am Main, berichtete Spiegel Online am 8. März. Aus den USA oder Deutschland gab es zunächst kaum Reaktionen auf die Enthüllungen. Die CIA selber kommentierte sie nicht. In einer Stellungnahme des Leiters von SRF Digital, Guido Berger, sagte dieser, dass aus seiner Sicht eine richtige Bombe noch gar nicht geplatzt sei. Berger wörtlich: Man konnte davon ausgehen, dass die Geheimdienste und Gruppierungen des organisierten Verbrechens diese Fähigkeiten haben. Wenn ein Geheimdienst beschließt, mich abzuhören, dann wird er das auch schaffen. Vielmehr betonte Berger im Gleichklang mit der Mainstream-Presse, dass die Enthüllungen deshalb schädlich seien, weil jetzt natürlich auch Kriminelle Zugang zu den CIA-Abhörmethoden haben. Mit anderen Worten lässt Berger durchblicken, dass Abhörmethoden, die bis in die Wohnzimmer von Privatpersonen hinein, bei den Geheimdiensten schon in guten Händen sei, anders als bei Kriminellen. Somit legitimiert Berger, wie auch die westliche Mainstream-Medienwelt und die Politik, die Abhörmethoden der CIA und unterscheidet diese von Kriminellen.
Doch können die Methoden und Ziele der CIA und anderer Geheimdienste wirklich so klar und deutlich von kriminellen Machenschaften unterschieden werden? Der deutsche Autor und ehemalige DDR-Agent Rainer Rupp schrieb in einem Artikel vom 10. März, dass eine der wichtigsten Erkenntnisse der Vault 7-Dokumente die Bestätigung einer seit langem gehegten Vermutung sei. Die Leaks offenbaren, dass die CIA sich systematisch die Fähigkeit zugelegt hat, Cyberangriffe unter falscher Flagge durchzuführen. Die Hackerwerkzeuge der CIA können nämlich Spuren hinterlassen, die auf einen anderen Täter hinweisen. Aufgrund des hohen technischen Niveaus der CIA-Cyberkriegsführung sei es dann so gut wie unmöglich, die wahren Angreifer zu identifizieren. Das heiße, so Rupp wörtlich, mit Hilfe eines solchen Cyberangriffs, sozusagen unter falscher Flagge, sollen die gefundenen Indizien genau dorthin führen, wo die CIA Misstrauen wecken und Zwietracht sehen will, um Staaten gegeneinander auszuspielen. Als Beispiel nennt Rupp die Vorwürfe der Medien während des US-Wahlkampfs. Russland hätte diesen oder jenen gehackt. Funde angeblich russischer digitaler Fingerabdrücke passten 1:1 in das CIA-Angriffsschema unter falscher Flagge. Wäre es, wie behauptet, tatsächlich der russische Geheimdienst gewesen, dann hätte man dort höchstwahrscheinlich gar nichts davon gemerkt. Also noch einmal, da wird also bekannt, dass die CIA in der Lage ist, Cyberattacken unter falscher Flagge durchzuführen und somit eine ganze Welt hinters Licht zu führen, und das sollte nicht kriminell sein? Dass die CIA sehr wohl in der Lage ist, kriminelle Operationen durchzuführen, auch unter falscher Flagge, zeigt die gut dokumentierte Vergangenheit der CIA. Unzählige verdeckte Operationen der CIA gelangten durch geschichtliche Forschung, Recherchen von Enthüllungsjournalisten, offizielle Untersuchungen oder die Freigabe von Dokumenten an die Öffentlichkeit. Diese enthüllten eine massive Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder mittels verdeckter Operationen, zu denen auch Staatsstreiche gegen demokratisch gewählte Regierungen zählen. Eine Auflistung mit über 30 enthüllten Operationen, an denen die CIA maßgeblich beteiligt war und wie sie im Online-Lexikon Wikipedia nachzulesen ist, finden Sie im Abspann nach dieser Sendung. Weiter ist bekannt, dass die CIA des Öfteren Desinformationen im Heimatland verbreitet, zum Beispiel was das militärisch-nukleare Bedrohungspotenzial des Ostblocks anging. Damit sollte der US-Militärhaushalt und das Budget der CIA auf einem möglichst hohen Niveau belassen werden. Vielfach öffentlich nachgewiesen ist auch die Verstrickung der CIA in den Drogenhandel. Die Aktivitäten dienten unter anderem der finanziellen Unterstützung verbündeter paramilitärischer Gruppen, zum Beispiel in Laos, Nicaragua und Afghanistan, und zur Destabilisierung gegnerischer Regierungen, wie gut dokumentiert auf Wikipedia nachzulesen ist. Zudem werden der CIA wiederholt Verstöße gegen Menschenrechte im Zuge des sogenannten Kriegs gegen den Terror nachgewiesen. Terrorverdächtige Personen seien entführt, ohne Gerichtsverfahren in weltweit verteilten Geheimgefängnissen inhaftiert und auch systematisch gefoltert worden. Es sind mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen sich nach mehrmonatiger bis jahrelanger Haft herausstellte, dass die Verhafteten unschuldig bzw. Opfer einer Verwechslung waren. Dies alles wäre für jeden auf Wikipedia, dem umfangreichsten Lexikon der Welt, nachzulesen. Ob es wohl die etablierten Leitmedien und Politiker nicht nötig haben, der verbrecherischen Vergangenheit der CIA nachzugehen, diese aufzuarbeiten und als höchstkriminell einzustufen? Ein Auslandsgeheimdienst, der es schon in der Vergangenheit schaffte, kriminelle Operationen durchzuführen, ohne vor ein Gericht gestellt zu werden, wird sich auch in der Gegenwart wohl kaum vor nichtlegalen Aktionen abhalten lassen. Daher ist die Unterscheidung zwischen CIA und Kriminellen durch das Schweizer Radio und Fernsehen SRF, aber auch durch andere Medien geradezu ein Hohn.
My expertise, as you know, is CIA, Marine Corps, 3 CIA secret wars. I had a position in the National Security Council in 1975 as the chief of the Angola task force running the secret war in Angola. It was the third CIA secret war I was part of. The National Security law creating the National Security Council and the CIA, as you know, was passed in 1947. The CIA was given this charter to perform such other duties and function as might be necessary to the national security interests, and given a vague authority to protect its sources and methods. I think it was in the mid-80s that I coined this phrase, the Third World War, because in my research I realized that we were not attacking the Soviet Union and the CIA's activities. We were attacking people in the Third World. And I'm going to just quickly, in the interest of time, just give you a little sense of what that means, this Third World War. Basically, it's the third, I believe, in terms of loss of life and human destruction, the third bloodiest war in all of history. They undertake to run operations in every corner of the globe. They also undertook the license of operating just totally above and beyond U.S. laws. They had a license, if you will, to kill, but also they took that to a license to smuggle drugs, a license to do all kinds of things to other people in other societies in violation of international law, our law, and every principle of nations working together for a healthier and more peaceful world. Meanwhile, again, they battled to convert the U.S. legal system in such a way that it would give them control of our society. Now, we have massive documentation of what they call the secret wars of the CIA. We don't have to guess or speculate. We had the Church Committee investigate them in 1975, gave us our first really in-depth, powerful look inside this structure. Senator Church said in the 14 years before he did his investigation that he found they had run 900 major operations and 3,000 minor operations. And if you extrapolate that over the whole period of the 40-odd years that we've had a CIA, you come up with 3,000 major operations and over 10,000 minor operations. Every one of them illegal, every one of them disruptive of the lives and societies of other peoples, and many of them bloody and gory beyond comprehension almost. Extensively, we manipulated and organized the overthrow of functioning constitutional democracies in other countries. We organized secret armies and directed them to fight in just about every continent in the world. We encouraged ethnic minorities to rise up and fight, people like the Mosquito Indians in Nicaragua, the Kurds in the Middle East, the Hmongs in Southeast Asia, and of course, we have organized, and we still do, and fund death squads in countries around the world, like the Treasury Police in El Salvador, which are responsible for most of the killing of the 50,000 people just in the 80s, and there were 70,000 before that. And orchestration, CIA secret teams, and propaganda led us directly into the Korean War. We were attacking China from the islands, Kaimoi, Matsu, Thailand, Tibet. A lot of drug trafficking involved in this, by the way, until eventually we convinced ourselves to fight the Chinese and Korean. We had the Korean War and 1 million people were killed. Same thing for the Vietnam War, and we have extensive documentation of how the CIA was involved at every level, or the national security complex, because it's a very cooperative thing, into manipulating the nation into the Vietnam War. And we wound up creating the Golden Triangle, in which the CIA, Air America airplanes were flying in arms to our allies and flying back out with the heroin. We launched the largest, this is something that Jimmy Carter did, Admiral Turner brags about it, the operation in Afghanistan. Biggest single operation, I'm told, in the history of the CIA secret wars. And sure enough, very quickly we produced the Golden Crescent, which is still the largest source of heroin perhaps in the world today. Trying to summarize this Third World War that the CIA, the U.S. National Security Complex, with the military all interwoven in it in many different ways, has been waging, let me just put it this way, the best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least, minimum figure, 6 million people,
who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the Third World. These are not Soviets. We have not been parachuting teams into the Soviet Union to kill and hurt and maim people, especially not since 1954 when they developed actually a capability of dropping atomic weapons on the United States. They aren't British, French, Swedes, Swiss, Belgians. We don't do bloody gory operations in the countries of Europe. These are all people of the Third World. They're people of countries like the Congo, Vietnam, Kampuchea, Indonesia, Nicaragua, where conspicuously they nor their governments do not have the capability of doing any physical hurt to the United States. They don't have ICBMs, they don't have armies or navies. They could not hurt us if they wanted to. There has rarely been any evidence that they really wanted to. And that, in fact, is perhaps the whole point. If they had had ICBMs, we probably wouldn't have done the things to them for fear of retaliation. Cheap shots, if you will, killing people of other countries of the world who cannot defend themselves under the guise of secrecy and under the rubric of national security.